Wolfgang Mayer entwickelte sich von einem Künstler am Rasen hin zu einem Künstler am Papier. In der Bachschmiede werden noch bis zum 24. Oktober erstmals eine Auswahl seiner Werke vorgestellt. Von rund zu eckig. Fußbälle findet man hier nur noch als Kunstobjekt. Die Liebe zur Kunst hat der ehemalige Fußballnationalteamspieler Wolfgang Mayer schon vor langer Zeit entdeckt. Noch in seiner frühen Fußballerkarriere hat er damit begonnen zu malen. Das brauchte er als Ausgleich zum stressigen Sportler-Dasein. Ja, als Ausgleich zum Fußball war es einfach immer gut für mich, Musik zu machen und dann meine Ideen und Gedanken halt zu Papier oder auf Leinwand zu bringen. Und er hat mir echt gut dann einfach komplett abzuschalten und von der die mediale Welt auszublenden. Auch Manuela Riegler, Profi-Snowboarderin, kennt diese Art des Abschaltens. Sie findet ihren Ausgleich in der Musik. Natürlich sollte man im Spitzensport den Fokus beibehalten und das, gerade was die Leistung anbelangt, dass man da dranbleibt. Aber ich denke, um abzuschalten, brauchst du immer irgendeinen Ausgleich. Egal, ob es ein anderer Sport ist, wie viele Golf machen zum Beispiel. Aber wenn es in die Kunst und gerade Musiker oder Zeichnen, da kannst du extremst abschalten. Und ich glaube, das ist ganz gut von der mentalen Seite für deine Erfolge im Sport. Die Ausstellung läuft noch bis zum 24. Oktober und kann zu den normalen Öffnungszeiten der Bachschmiede besichtigt werden. Wolfgang Mayer zeigt dort ein breites Spektrum seines Schaffens. Alle Arbeiten sind während seiner 16-jährigen Profikarriere entstanden. Vom Tauschtrikot über Acrylbilder bis hin zu Mixed-Media-Arbeiten nach eigens entwickelter Technik ist alles dabei. Er hat unheimlich viel Techniken. Er sagt zwar, er hat seine Technik bereits gefunden, aber er probiert sehr viel aus. Und egal ob das jetzt Acryl, Pastellkreide ist, Fotokollagen, Photoshop und. Also er ist sehr, sehr mannigfaltig in seiner Kunst und das zeichnet ihn auch aus. Alle Kunstwerke sind mit Art Kowalski unterzeichnet. Der Name Kowalski ist seit seiner Matura-Reise an ihm hängen geblieben, erfährt man bei der Vernissage. Über den genauen Hergang damals gab es keine weiteren Details. Als Künstler ist Wolfgang Mayer Autodidakt. Die vielen verschiedenen Techniken haben sich nur durchs Probieren ergeben. Es ist alles dabei, also Bleistift, Tinte, Acryl, zeitweise mit Photoshop. Aber das ist vielleicht auch, weil ich nichts wirklich gelernt habe und ich taste mir gewisse Materialien zu, wie gewisse Techniken und ja, probiere quer durch, das macht irrsinnigen Spaß und es kommt hin und wieder auch das aus, was ich mir vorstelle und das sehen wir halt da. Frauen finden sich immer wieder in seinen Bildern und unter seinen Fans. Es ist sehr breit gefächert, es ist für jeden was dabei, es sind ganz unterschiedliche farbenfrohe Bilder dabei, Schwarz-Weiß-Bilder sind dabei. Ja, ich glaube, das passt bei jedem ganz gut rein. Da wäre schon das ein oder andere Bild dabei, das ich mir gerne zu Hause aufhängen würde. Auch Walz Sitzenheims Bürgermeister Meislinger wurde früher öfter am Fußballplatz gesehen. Als Pressefotograf hat er Wolfgang Mayer vor Jahren auf dem Feld kennengelernt und mit der Kamera verfolgt. Eines der Bilder hat er ihm bei dieser Gelegenheit überreicht. Der Bürgermeister Meislinger hat mir das heute gegeben. Wir haben tauscht, er hat ein Buch von mir gekriegt und ich die Fotografie von ihm. Er war ja früher Sportfotograf. Und hat mir da in meinem Red Bull-Jahr hat er mich abgelichtet. Das habe nicht ich ausgraben, meine Ex-Kollegen von der Kronenzeitung haben das im Archiv ausgesucht heute schnell. Und das ist eins aus unserem Stadion in der Gemeinde Wolf-Sitzenheim. Er hat ja in dem einen Jahr bei Red Bull gespielt, wo ich auch noch fotografiert habe. Ja, ich glaube, es gefreut ihn. Es ist eine super Erinnerung, ist lässig. Bei den Art Kowalski-Rorschach-Tests kann man sich zwar kein psychologisches Profil erstellen, sehenswert sind sie allemal. Die Auflösungen muss man sich dann aber persönlich ansehen. Zu guter Letzt sorgte Salzburgs Liederschreiber Manfred Kirchmeier für Stimmung und Musik.